Wie unsere Fünfkämpfer Lilly und Alexandra mit der Staffel bei der WM in Tata abgeschnitten haben, das wissen wir bereits. Doch wie verlief es bei ihnen im Einzel? Das erfahrt ihr jetzt hier. Heute hatten wir den Beginn vom Einzelwettkampf. Und zwar hatten die Jungs zuerst Fechten und dann die Schwimmen. Und wie hat nur Schwimmen? Ja, also ich glaube, Ali und ich sind uns da ziemlich einig, dass wir das Schwimmen ziemlich verhauen haben. Ja. Also bei mir hat es ja bei der EMB-Jugend schon nicht so gut geklappt. Und jetzt hier, das war auch nochmal blöd. Zudem hatte ich jetzt irgendwie mein Fahrskin verloren. Wobei ich echt nicht weiß, wo der hin sein könnte. Also das ist schon ziemlich komisch. Deswegen musste ich mit so einem, ja, blöden Badeanzug schwimmen. Aber ja, also es kam halt auch dementsprechend die Zeit raus und es war ziemlich blöd. Du noch was? Ja, bei mir war es auch blöd. Also wir sind beide eine 25 geschwommen. Eine 2 Minuten 25. Und ja, eigentlich war ich halt richtig gut drauf im Training davor halt. Bin eigentlich auch viel schneller geschwommen als früher, aber irgendwie bin ich losgeschwommen und dann ging nichts mehr. Also nach 100 Metern sind einfach meine Arme und Beine abgefallen, deswegen war es bombig langsam. Naja, und unser Trainer war dem entsprechend auch nicht so toll zu sprechen. Definitiv nicht, nee. Nee, der war ein bisschen beleidigt, sag ich mal. Ja, aber wir haben uns das einfach nicht so zum Herzen genommen. Also morgen geht der Wettkampf weiter, da geben wir uns natürlich wieder Mühe. Und wir haben uns auch Mühe gegeben. Ja, jetzt haben wir auch Mühe gegeben. Also wenn es mal nicht so klappt, ist klar, es ist scheiße. Aber auf jeden Fall hatten wir dann unseren Spaß und dann haben wir auch am Ende noch so ein bisschen getanzt mit zu den anderen Nationen zusammen. Das war ganz cool. Es war an sich, hat es Spaß gemacht, es war echt lustig, weil wir eigentlich eine ziemlich coole Gruppe waren. Vom Wettkampf her lässt sich zumindest bei den Mädchen so überstreiten, wie gut das jetzt war. Aber wir hatten trotzdem Spaß, vor allem weil die Jungs auch am ersten Tag gleich Gold geholt haben in der Staffel und deswegen waren wir alle ein bisschen auf Feierlaune. Genau. Also in der Staffel sind wir Fünfter geworden und im Einzel 30. Ja, also bei mir war es so ähnlich wie bei Allee. Meine Platzierung war dann am Ende bei der Mixstaffel 5. und bei dem Einzel 44. Seid ihr zufrieden? Nee. Ja. Also mit der Mixstaffel schon, im Einzel eher nicht, nee. Ja, bei mir in der Staffel auch eigentlich, weil wir noch ziemlich gut nach vorne gelaufen sind im Combined. Also von 12 auf 5, aber im Einzel nicht so. Das war die WM in Tata. Wie es mit unseren Fünfkämpfern weitergeht, könnt ihr schon bald hier auf unserem Kanal erfahren. Bis dahin, schaut euch diese Videos hier mal an und wie immer nicht vergessen, fleißig bewerten und kommentieren. Dann mal bis dann.